Greif mal die Leiter da oben. Okay. Ja. Haben sie dir runtergeworfen? Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay. Hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Gut. Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht an. Oh, klasse! Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Mist. Den nehme ich. Licht aus. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen, durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Ich nehme den anderen. Haklısın abi. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok var. 15 dakikaya kadar bitiyor. Komm, worauf wartest du? İşler nasıl bu aralar? Bugün okay, fast da. Ich gehe rechts, du links.
Gute Nacht. Können wir drunter durchkriechen? Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Warte. Aus. Okay. Eins, zwei, drei. Los, hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay, los. Heilung! Moment! Moment! Okay, wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay. Ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Geh zum Brunnen. Verdammt! Geh zum Brunnen. Kaçmaya çalışma. Nereye ne olduğunu duydun mu? Evet, o transfer olmamış mıydı? Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Da sind verdammt viele Fenster. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depo. Wir müssen zu dem Weg rauf. Das
könnte gehen. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Gut, dass ich das habe, was? Ja. Bitte. Hey, Ella, die Körre. Ella, die Körre. Oh. Wow, danke, Mann. Jetzt komm. Okay, okay, ich komme. Aber nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ya, ich komme ja schon. Ama ben kişisel olarak kişilerle muhatap olmak istemem. Hab dich, hab dich. Du hast zugenommen, Mann. Mann, das war knapp. Okay, keine Donuts mehr für dich. Okay, das schaffe ich. Ja. Nochmal, du bist oben. Bin hinter dir. Wie immer. Dein Haus. Weiter jetzt. Unter dir ist eine Wache. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge.
Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ah, braves Mädchen. Okay. Alles klar. Ladies first. Nett. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Bala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja?